Ja, Version versus Realität. Ich dachte, ich starte mit so einer netten ikonografischen Darstellung hier, auch wenn das Homeschooling letztendlich zwischen Version und Realität zeigt, glaube ich, kann man das vielleicht sogar aufs Homeoffice übertragen. Auf jeden Fall kann man sich, glaube ich, so ein bisschen damit identifizieren. Ich denke, ich bin Bildchen 1. Und ja, darum geht es auch heute. Wir haben nämlich in der Studie, die heute veröffentlicht wurde und die ich Ihnen vorstellen darf, auch auf Vision und Realität geschaut, und zwar Digitalität und Zukunftskompetenzen an Schulen im europäischen Vergleich. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie da sind. Ich freue mich total, jetzt mit Ihnen auf ein paar der Studienergebnisse zu schauen. Aber kurz noch eine Einleitung. Ja, nachdem die Digitalisierung an Schulen ja viele Jahre lang nur langsam anlief, hat die Corona-Pandemie jetzt für einen gewaltigen Schub gesorgt und engagierte Lehrkräfte haben auf ganz beeindruckende Art und Weise ihren Unterricht von heute auf morgen in den digitalen Raum verlegt und neue innovative Lehr- und Lernkonzepte entwickelt. Aber damit sind wir ja noch lange nicht am Ziel. In der Pandemie war die Digitalisierung letztendlich ja ein Notbehelf, um den Unterricht nicht völlig ausfallen lassen zu müssen und um irgendwie auch noch in Kontakt treten zu können mit den Schülerinnen und Schülern. Aber die Potenziale von digitalen Lerninhalten und auch digital gestützter Didaktik wurden oder konnten noch nicht völlig ausgeschöpft werden. Es sollte ja nicht Ziel sein, irgendwie Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler so weit wie möglich voneinander zu distanzieren und dann Unterricht im digitalen Raum über Zoom-Kacheln stattfinden zu lassen. Aber es ist sicherlich ein Momentum entstanden, das es zu nutzen gilt. Und die gute Nachricht ist ja auch, dass bereits Gelernte oder Erlernte und Erreichte muss nicht völlig über Bord geworfen werden. Schule stand in der Vergangenheit ja schon häufig vor der Herausforderung, sich an neue Gegebenheiten anpassen zu müssen. Und auch wenn wir heute über Zukunftskompetenzen sprechen, und es wurde heute ja auch schon viel über Zukunftskompetenzen und 21st Century Skills gesprochen, sprechen wir ja auch nicht über völlig neu erfundene Kompetenzen. Vielmehr greifen wir auf Fähigkeiten zurück, die von jeher wichtig waren, wenn sie vielleicht auch weniger im Spotlight standen, als sie jetzt wieder stehen. Jetzt ist die Präsentation leider ein bisschen verzerrt und normalerweise sollte das rot sein, aber ich referiere einfach mal weiter. Ja, in der vorliegenden Befragung, die ich Ihnen heute vorstellen darf, beleuchten wir letztendlich den Status quo an Schulen in 11 europäischen Ländern, und zwar aus der Sicht der Lehrkräfte. Wir haben gefragt, wie beurteilen Lehrkräfte denn überhaupt die Relevanz von 21st Century Skills? Wie schätzen Sie denn Ihre eigenen Lehrkompetenzen ein und wie schätzen Sie die Möglichkeiten ein der Schulen, tatsächlich die Schülerinnen und Schüler zukunftsfit zu machen? Wie sollten denn gewinnbringende Fortbildungskonzepte aussehen und nach welchen Inhalten fragen die Lehrkräfte? Aus all den Antworten leiten wir dann auch in der Publikation konkrete Handlungsempfehlungen ab, die ich jetzt aber Ihrer Lektüre und auch der Diskussion im Nachgang nicht vorweggreifen möchte. Aber lassen Sie uns doch einmal auf die Studienergebnisse schauen. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Ja, im internationalen Vergleich fällt tatsächlich auf, dass die Lehrkräfte in Deutschland bei allen abgefragten Kompetenzen, die Sie hier jetzt links sehen, eine geringere Relevanz zuschreiben als ihre europäischen KollegInnen. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass die Lehrkräfte sich in Europa eigentlich einig sind. Es sind ganz klar die Schulen, die dafür verantwortlich sind, die Zukunftskompetenzen den Schülerinnen und Schülern über Fachwissen hinaus zu vermitteln. Und die Befragten sind aber auch alle der Meinung oder viele der Meinung, dass die Schulen ihrer Verantwortung noch nicht ganz gerecht werden können. Die größte Diskrepanz, und das sieht man hier jetzt eben auf der Folie, also rechts rot ist Verantwortung und blau ist Möglichkeit. Die größte Diskrepanz sieht man ausgerechnet bei der digitalen Kompetenz. Das bedeutet also, die Lehrkräfte nehmen zwar durchaus ihre Verantwortung wahr und erkennen sie an, die junge Generation auf die digitale Zukunft vorzubereiten. Ihre Schulen seien oder sind wohl noch nicht ausreichend in der Lage, um dafür das notwendige Umfeld zu schaffen. Deutschland schneidet im europäischen Vergleich tatsächlich auch relativ schwach ab. Es sind tatsächlich nur 55% der deutschen Lehrkräfte, die ihre Schule für ausreichend ausgerüstet halten, um digitale Kompetenzen adäquat zu vermitteln. Woran kann das liegen? Wir haben jetzt danach gefragt, wie schätzen denn Lehrkräfte ihre eigenen digitalen Lehrkompetenzen ein? Wir haben aber auch nach der Arbeitsatmosphäre gefragt an Schulen. Gibt es denn eine Arbeitsatmosphäre, die digital gestützten Unterricht fördert? Und wie steht es denn überhaupt um die Infrastruktur
an den Schulen. Schauen wir zunächst vielleicht auf die Selbsteinschätzung der Lehrkräfte bezüglich ihrer Lehrkompetenzen. Hier zeigt sich auch ein recht gemischtes Bild. Einerseits ist die Mehrheit der Lehrkräfte durchaus in der Lage, digitale Inhalte und Methoden in den Unterricht zu integrieren. Andererseits schätzt nur knapp die Hälfte der Lehrkräfte sich selbst als wirklich kompetent im Umgang mit digitalen Technologien im Unterricht ein. In Deutschland sind es tatsächlich immer noch 24% der Lehrkräfte, die keine oder nur wenig Erfahrung mit dem Einsatz digitaler Technologien im Klassenzimmer haben. Und nur 5% der befragten Lehrkräfte sagen, sie können auf ein breites Repertoire an digitalen Strategien zurückgreifen und andere auch tatsächlich aus dem Kollegium dafür inspirieren. Südeuropäische Länder liegen hier im Übrigen vorne. Wir in Deutschland sind sehr gewöhnt, in Sachen guter Bildung eher in den Norden zu blicken, auf die skandinavischen Länder oder auch nach Finnland. Vielleicht lohnt sich inzwischen auch der ein oder andere Blick in den Süden Europas, um in Sachen Bildung zu lernen. Und auch bezüglich der Arbeitsatmosphäre, der guten Arbeitsatmosphäre an Schulen liegt für digital gestützten Unterricht, liegen die europäischen oder die südeuropäischen Lehrkräfte vorne und wir scheinen einiges lernen zu können. Deutschland schneidet hiermit am schwächsten ab und liegt klar unter dem europäischen Durchschnitt. Und auch die Qualität der Infrastruktur an Schulen unterscheidet sich im europäischen Vergleich tatsächlich stark, wie man hier sehen kann. Unter IT-Infrastruktur fallen hier Internetverbindungen, es fällt der IT-Support, aber auch die Ausstattung an Schulen mit Hard- und Software. Deutschland liegt im europäischen Vergleich ja im Mittelfeld, aber vor allem beim IT-Support an deutschen Schulen fällt hier auf, dass wir noch auffallend schlechter sind. Nur etwa 35% der Lehrkräfte können auf einen IT-Support zurückgreifen. Und dazu kommt, dass nur die Hälfte der befragten Lehrkräfte in Deutschland angibt, ihre Schule verfüge über einen guten und stabilen Internetanschluss und ausreichend Hardware wie Computer, Tablets, Whiteboards. Genau, wir haben die Lehrkräfte aber auch gefragt, oder auch nach ihren Präferenzen bezüglich Fortbildungsformaten gefragt. Insbesondere während der Corona-Pandemie sind ja vor allem Online-Formate entstanden, es sind Blended-Learning-Formate entstanden, was ja auch richtig und wichtig war. Ziel dieser Frage war so ein bisschen zu hören, halten das denn Lehrkräfte für sinnvoll, auch diese Formate weiterhin anzubieten. Und deutlich wird hier, dass die meisten Lehrkräfte tatsächlich in Sachen digitalen Lernens Präsenzfortbildungen vorziehen, insbesondere in Deutschland mit 50%. Webinare werden in Deutschland mit 20%, anders als im europäischen Vergleich, den Online-Fortbildungen noch vorgezogen. Nur 12% der deutschen Lehrkräfte präferieren tatsächlich Blended-Learning-Formate. Und hier, und das finde ich spannend, hängt die Präferenz sehr stark auch von dem digitalen Lehrkompetenzniveau der Lehrkräfte ab. Und das sehen Sie jetzt hier eben auf dieser Grafik. Lehrkräfte mit einer ausgeprägten digitalen Lehrkompetenz, das sind die voll ausgemalten Menschlein, bevorzugen Online-Kurse und Blended-Learning-Formate, während Lehrkräfte mit geringeren digitalen Kompetenzen ganz klar Präsenzfortbildungen favorisieren. Und Webinare, das sieht man hier ganz unten, da steht so ein kleines Grüppchen ungefähr bei 12%, sind also über alle Qualifikationsstufen eher unbeliebt, kann man sagen. Ja, ich komme zum Abschluss. Digitale Bildung ist letztendlich ein Prozess, der derzeit in allen europäischen Ländern stattfindet und kein Land hat noch so richtig die Lösung gefunden. Alle Länder befinden sich auf dem Weg und stehen vor ähnlichen, wenn nicht gar vor den gleichen Herausforderungen. Einige Länder sind, und das zeigt ja die Studie ganz deutlich, schon etwas weiter als wir hier in Deutschland. Und ja, trotz der unterschiedlichen Bildungssysteme in Europa und der kulturellen Unterschiede und auch der sprachlichen Unterschiede der einzelnen Länder plädieren wir deshalb für eine noch lebendigere Kultur des Voneinanderlernens in Europa. Denn in einem Punkt sind sich ja alle Lehrkräfte einig und das ist, finde ich, sehr schön, dass trotz der Unterschiede in den Bildungssystemen die Vermittlung der 21st Century Skills, der Zukunftskompetenzen als eine Voraussetzung für selbstbestimmtes und gelingendes Leben in der digitalen Gesellschaft angesehen wird. Ja, und mit dem Gedanken würde ich dann jetzt auch ganz gerne an unser Panel übergeben, die nochmal einen konzentrierten Blick auf Deutschland werfen. Vielen Dank.
Ich begrüße Sie ganz herzlich, bedanke mich sehr, dass Sie gekommen sind und jetzt anlässlich dieser Studie einen Blick in die verschiedenen Aspekte digitaler Schulbildung, insbesondere mit dem Schwerpunkt darauf, was braucht die Schule, was brauchen die Lehrkräfte, was können sie schon, wo braucht es Unterstützung, wie kann man ihnen helfen, dass wir diesen Blick gemeinsam richten wollen. Ich freue mich sehr, dass wir hier auf dem Podium die Schulpraxis, die Wissenschaft und die Kultuspolitik versammelt haben. Wenn ich das kurz einmal durchgehen darf, hier zu meiner Rechten Herr Andreas Fischer, ist stellvertretender Direktor der Gesamtschule Wasser-Amselweg aus Köln. Sie haben seit 1998 zuerst an einer Kölner Hauptschule, dann an einer Realschule gearbeitet, waren dort auch als Schulleiter tätig und sind nun stellvertretender Direktor der Wasser-Amselweg-Schule. Eine neue Gesamtschule, die Sie mitgründen konnten, die also von Anfang an gleich auch einen starken Fokus auf Digitalisierung gesetzt hat. Sie sind von den Schulfächern her, unterrichten Sie Sport und Technik, aber auch zusätzlich Informatik. Das ist richtig. Zu meiner Linken, Frau Professor Julia Knopf, seit 2012 an der Universität des Saarlandes, leitet dort den Lehrstuhl Fachdidaktik Deutsch. Sie haben auch die geschäftsführende Leitung des Forschungsinstituts Bildung Digital, also eine interdisziplinäre Einrichtung an der Schnittstelle von Didaktik und Informatik. Das Transdisziplinäre machen Sie damit zu Ihrem Profil, und gegenwärtig widmen Sie sich insbesondere der Gestaltung digitaler Lehr- und Lernprozesse in unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungsszenarien. Sie sind auch Gründungspartnerin der Didactic Innovations GmbH. Dort werden individuelle Lösungen für die Digitalisierung von Aus- und Weiterbildung in den Unternehmen, also bei der Arbeitnehmerweiterbildung, entwickelt. Und auch das, glaube ich, ist ein hilfreicher Blick, um Dynamiken, die vielleicht dort manchmal etwas schneller möglich sind als im Schulwesen, aufgreifen zu können. Links zu meiner Seite Herr Dr. Jan Hartmann. Sie sind seit 30 Jahren mit den verschiedensten Themen der Digitalisierung im Bildungsbereich, insbesondere im Lande Mecklenburg-Vorpommern, betraut. Sie waren lange Jahre Fachreferent für Informatik und haben die Einführung des Faches Informatik und Medienbildung in Ihrem Bundesland vorbereitet und umgesetzt. Sie vertreten das Land Mecklenburg-Vorpommern in verschiedenen, auch länderübergreifenden Gremien und Institutionen, auch in solchen der KMK. Sie haben Schule-Modellversuche zur Medienbildung begleitet und geleitet, unter anderem den Modellversuch mobile Computer im Fachunterricht und Audit auf dem Weg zur Medienschule. Sie leiten das Medienpädagogische Zentrum des Landes Mecklenburg-Vorpommern und sind auch sonst noch als Autor und an verschiedenen anderen Stellen publizistisch in Erscheinung getreten. Ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung, wenn wir jetzt den Blick werfen wollen. Meine Idee ist, dass wir uns mit diesem Podium gerade auf die deutsche Lehrerschaft und ein bisschen auf den Blick auf Deutschland konzentrieren wollen und auf die Anforderungen, die es für Weiterbildung und Fortbildung, aber durchaus auch mit Seitenblicken vielleicht auf die Erstausbildung braucht und dann das praktische Schulgeschehen. Wir haben gesehen, auch die Studie gibt es wieder, dass wir uns vermutlich in so einer gefühlten Zwischenzeit bewegen. Wir sind nach der Corona-Pandemie zum Teil erleichtert, zum Teil erschöpft, sehen aber, dass die Digitalisierung gerade mal auf der Mitte des Weges ist, jedenfalls auf keinen Fall schon überall so Einzug gehalten hat, wie man sich das vorstellt. Deswegen wäre meine Frage, wie schätzen Sie denn so ein bisschen die Stimmung ein, gerade in den Schulen nach der Corona-Pandemie? Ist das eher so ein Stück Aufbruchstimmung, nachdem man jetzt doch gezwungenermaßen sich mit an einiges hat gewöhnen müssen in Technik und im Einsatz? Oder ist das Erschöpfung oder vielleicht sogar Skepsis, die sich bestätigt hat, dass noch nicht so alles klappen konnte wie gedacht? Ich
Ich kann das für Deutschland, Schulen kann ich das nicht sagen. Ich vermute, dass mehr Erschöpfung da ist, dass man froh ist, diese Zeit des Distanzunterrichts hinter sich gelassen zu haben. Man hat ja auch diverse andere Betätigungsfelder noch in Schule, als Schulleitung, ist ja nicht nur die Digitalität, andere Bereiche. An meiner Schule, ganz, das ist was Besonderes, muss ich sagen. Wir haben, wie Sie schon sagten, die Ausstattung, die technische Ausstattung, das ist ein Teil. Und jetzt kommt halt eben der Bereich Kultur der Digitalität, wie das vorhin gesagt wurde, wie wird das didaktisch denn auch genutzt? Wie sieht das denn aus mit der Fortbildung? Man ist froh, erstmal wieder die Kinder alle vor sich zu haben und muss sich jetzt hinsetzen und sagen, okay, was ist denn, in Anführungszeichen, ich darf es ja nicht sagen, aber was ist der Mehrwert, wie nutze ich das Ganze halt eben, wie setze ich das um? Kann ich den Unterricht, muss ich den Unterricht anders gestalten? Bei uns an der Schule ist es auf jeden Fall so, dass eine Aufbruchstimmung auf jeden Fall da ist. Das hat damit was zu tun. Wir sind nicht frustriert, bei uns funktioniert es. Die Technik ist vorhanden. Der große Schulträger, die Stadt Köln, hat gesagt, wir investieren. Und wenn Sie ein neues Schulgebäude bauen, dann wird natürlich beste Netzwerktechnologie, Breitband ist drin. Wir haben eine 1:1-Ausstattung bei den Schülern. Wir sind um die 800 Schüler. Jeder hat sein iPad. Wir haben Touchpanels. Das ist schon Vorzeigeschule. Da macht es natürlich Spaß, sich damit zu beschäftigen. Aber es ist auch noch Luft nach oben, das Ganze jetzt auch sinnbringend zu unterrichten oder zu nutzen. Das klingt natürlich toll bei einer solchen technischen Ausrüstung. Wir wissen auch, dass das nicht Standard an allen Schulen ist. Haben Sie denn den Eindruck, dass innerhalb der Lehrerschaft, auch dort, wo Sie Ihnen begegnen, sich einige, die vorher Skeptiker waren, jetzt durch die gezwungene Anpassung an digitale Instrumente während der Corona-Pandemie zu zumindest Mitmachern entwickelt haben? Ja, ich habe den großen Vorteil, wenn Sie eine Schule gründen, dann kommen Sie ja in ein Feld hinein als neue Lehrkraft, wo Sie gar nicht groß wählen können. Das heißt, wenn vorher schon entschieden wurde, wir arbeiten nicht mehr mit Kreide, dann kann ich darüber auch nicht diskutieren in irgendwelchen Lehrerkonferenzen, sondern finde das so vor. Und bei Schulneugründungen, wir dürfen in Nordrhein-Westfalen, ein Teil wird versetzt, ein anderer Teil wird eingestellt. Und die sind schon sehr motiviert, die jungen Kollegen, die zu mir kommen. Ja, aber können Sie das bestätigen, dass jetzt Ihnen nach der Corona-Pandemie sozusagen die Bude eingelaufen wird, was die Nachfrage an digitalen Inhalten und didaktischen Medien angeht? Also die Bude eingerannt, glaube ich, ja nicht. Es ist schon ein gewisses Bewusstsein entstanden, dass digitale Unterstützungsmittel, Unterrichtsmedien durchaus hilfreich sein können. Aber wie Herr Fischer auch schon sagte, ist, glaube ich, das gesamte Spektrum an den Schulen auch vorhanden. Also wir haben auf der einen Seite Kollegien, die sozusagen die Situation für sich selbst auch als Aufbruch genutzt haben, die sehr schnell Lernmanagementsysteme aufgebaut haben, auch sehr unproblematisch zusätzliche Aufgaben übernommen haben, um das System überhaupt im Lehrerkollegium bekannt zu machen, das in die Nutzung einzuführen. Und wir haben auf der anderen Seite in der Pandemie natürlich auch die Klassiker gehabt, dass auch Arbeitsblätter kopiert wurden und ausgetragen wurden. Also das ganze Spektrum ist vorhanden. Und meine große Sorge ist eigentlich, dass dieser Schwung, der sozusagen in der Pandemiezeit gerade in der Digitalisierung der Schule vorhanden war, dass der so ein bisschen erlahmt und jetzt so ein Rückfall in alte Muster passiert. Das ist eigentlich ein bisschen tragisch, weil wir natürlich gehofft haben, dass das auch so ein bisschen weiterträgt. Aber diejenigen, die damals vorangeschritten sind, die werden das sicherlich auch aufrechterhalten. Diejenigen, die froh sind, dass Präsenzunterricht wieder da ist und man alte Gepflogenheiten auch wieder nutzen kann, da wird man noch weiter dran arbeiten müssen, dass da auch der sogenannte Mehrwert, über den wir ja seit Jahren schon diskutieren, dann auch bewusst wird, dass das sozusagen tatsächlich ein Gewinn ist, auch für den eigenen Unterricht. Und dass der Aufwand, den man am Anfang hat, und der ist ja unbestritten da, dass der sich am Ende auch auszahlt und das nicht zu einer Daueraufgabe wird und eine Dauerüberlastung der Kollegen. Das ist, glaube ich, immer noch nach wie vor eine große Aufgabe. Und weil Sie fragen, die Bude einrennen nach digitalen Angeboten, es ist schon so, dass auch die Lehrer sich erstmalig auch mal so einen Überblick verschaffen, was gibt es eigentlich für mein Fach, was ist eigentlich an Angeboten alles da, wenn ich auf digitale Möglichkeiten zurückgreifen will. Und ich glaube, da ist einiges passiert, auch von Anbieterseite, und da ist, glaube ich, auch einiges bei den Lehrern angekommen, die sagen, also das möchte ich jetzt nicht mehr missen und die Sachen will ich auch weiter nutzen. Bei allen Problemen, die dann im Hintergrund noch aktiv sind, also Themen wie Datenschutz, das waren ja früher alles, das
Es gab mal einen Datenschutzbeauftragten, aber man wusste nie, was macht der eigentlich. Und jetzt ist das sozusagen die größte Herausforderung überhaupt, digitale Unterrichtsmedien in der Schule einzusetzen, da die Hürde Datenschutz zu nehmen. Also das hat sich dann auch schon deutlich gewandelt. Also kein Zurück ins alte Normal. Ich hoffe. Allerdings auch noch kein neues Normal. Das kann man, glaube ich, auch noch nicht sagen. Aber wir stellen fest, also Sie sagen, dass es gibt weiterhin eine sehr große Bandbreite, wie wir ja auch aus den Ergebnissen gesehen haben, an Vorbereitung, an innerer Einstellung in einem Lehrerkollegium. Es wird wahrscheinlich auch von Fach zu Fach unterschiedlich sein und von Schulart zu Unterschulart. Frau Klopf, ich weiß nicht, was macht man denn in so einer Situation jetzt von der wissenschaftlichen Seite her aus gesehen, wenn man auf ein so diverses, psychologisch, emotional und von den Kompetenzen diverses Feld trifft und trotzdem ein Stück den Schwung mitnehmen will? Ich denke, der erste Schritt, der wichtig ist, also für mich und meine Teams, ist zu verstehen, dass das, was Sie skizziert haben, die Heterogenität innerhalb der Bildungsakteure, genauso groß ist wie die Heterogenität, die wir im Klassenzimmer diskutieren unter den Schülern. Also, dass jede Lehrkraft, jede Schule, jede Schulleitung ihren individuellen Weg braucht. Und das anzuerkennen und dann auch die verschiedenen Wege aufzuzeigen, also Personas oder Beispiele aufzuzeigen, wie dieser Weg aussehen kann, das ist aus meiner Perspektive die größte Aufgabe. Denn wir haben es ja gerade gehört, bei Ihnen 1:1-Ausstattung. Ich komme gestern aus einer Schule, da sah das ganz anders aus, wo wir diskutiert haben und im Zuge des bundesweiten Vorlesetags eben keine Möglichkeiten hatten, irgendetwas zu zeigen. Das ist eine ganz andere Situation. Wichtig ist, dass wir die Qualifizierung der Lehrkräfte jetzt zeitnah in den Blick nehmen, denn das zeigt Ihre Studie sehr, sehr schön, dass man willens ist, dass man auch um eine Verantwortung weiß, aber dass man lediglich oder ja, nach Möglichkeiten lechzt, wie ich es jetzt fachspezifisch einsetzen kann. Wie sieht es jetzt aus in einer 7. Klasse Mathematik, Gymnasium? Wie sieht es aus in der 3. Klasse Grundschule in Deutsch oder wo auch immer? Und das sind sehr, sehr individuelle Antworten, je nach Ausstattung, je nach Vorwissen. Da brauche ich Qualifizierungsmaßnahmen. Wir haben 800.000 Lehrkräfte in Deutschland. Wie schaffe ich es, die schnellstmöglich zu qualifizieren? Und da reicht auch nicht eine oder zwei Fortbildungen, so wie wir es bisher oftmals gemacht haben, sondern da muss ich mir neue Lösungen, neue Konzepte einfallen lassen, ob das jetzt on demand ist oder ob das jetzt Nuggets oder länderübergreifende Kooperationen sind. Darum geht es mir jetzt erstmal gar nicht. Uns muss bewusst sein, dass wir ins alte Normal nicht zurück können, aber dass das Neue höchst individuell sein wird und wir höchst individuelle Lösungen brauchen. Das führt ja eigentlich ein bisschen zu der spannenden Frage, wer ist die richtige Einheit, die richtige Gruppe, die ich ansprechen muss? Ist das eine Schule als Gesamtheit? Ist das ein Steuerungsproblem der Schulleitung? Oder muss ich vielleicht fachspezifischer vorgehen, weil die Fachlehrer sehr viel stärker untereinander kommunizieren, auf Kolleginnen und Kollegen des gleichen Faches vielleicht mehr hören, als auf die Schulleitung oder auf jemanden aus einem ganz anderen Schulartbereich. Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen da sind. Wer ist die richtige Gruppe, mit der man dann voranmarschieren kann? Also ich denke, dass Schulleitung da eine ganz, ganz große Rolle inzwischen spielt. Digital Leadership ist ganz entscheidend. Die Haltung, die dahinter steckt, möchte ich das vorantreiben, möchte ich das nicht vorantreiben. Die Fachdidaktik darf nicht außer Acht gelassen werden. Heute Morgen Bob Blume sagte das. Ja, Fachdidaktik ist wichtig. Ich glaube, den Lehrkräften ist auch nicht damit geholfen, wenn es um Fortbildungsangebote geht oder sich damit zu beschäftigen, zu sagen, okay, ich habe das und das Fach und brauche die Fragen dann nach der einen App. Wenn ich aber so rangehe und sage, ich brauche die App, die alles kann, die werde ich nie finden. Die Lehrkräfte haben bestimmte Apps jetzt kennengelernt, sie können mit Videokonferenzen Apps arbeiten und, das ist schon da, aber das reicht nicht. Wenn ich nachher, das werden wir noch aufgreifen, wenn wir die 4Ks ernst nehmen wollen und Kreativität und Kommunikation, dann kann ich das nicht mit einer App machen, das muss breit gestreut sein. Und ich kann mich nicht festlegen, ob das nur Schulleitung ist oder hauptsächlich Schulleitung ist oder die Fachkonferenzen sind. Mhm. Das muss ineinander spielen. Also ich würde sagen, wir haben ja auf der einen Seite sozusagen Struktureinheiten. Also die sind ja gewachsen. Zum Beispiel gibt es den klassischen Schifftag in Mecklenburg-Vorpommern, schulinterne Lehrerfortbildung. Das heißt, das gesamte Kollegium ist da und soll einen Tag jetzt gemeinsam gestalten. Und da haben Sie ja sozusagen das ganze Spektrum der Lehrerschaft. Also Sie haben ja, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Lehrergruppen hier ausgemacht. Also
die Digital Leaders, die 5%, die erreichen Sie wahrscheinlich nicht mit einer App-Vorstellung, weil die kennen Sie schon, was soll ich jetzt den ganzen Tag hier machen? Und die Gruppe, die sozusagen erst in den Anfängen steckt, die wird vielleicht gar nicht die Erkenntnisse oder die Errungenschaften dieser neuen App mitbekommen, weil allein die Grundbedienung der Gerätschaften, die ich dafür brauche, vielleicht schon auf Schwierigkeiten aufwirft. Also man muss ein differenziertes Angebot schaffen, das ist das eine. Also man muss schon auf die einzelnen Zielgruppen und auf den jeweiligen Erkenntnisstand auch eingehen. Das sagten Sie ja auch bereits. Und man muss vor allen Dingen sozusagen im Vorfeld erstmal ein gemeinsames Bewusstsein schaffen, dass es genau das ist, was ich auch will in der Schule. Also wenn das Kollegium da nicht hintersteht, das formal so abarbeitet. Heute ist der Schilftag, heute machen wir mal alle mit. Morgen machen wir so weiter wie gestern. Also der Schilftag hat jetzt wenig Einfluss auf das, was ich mache, sondern das ist eine Erfahrung aus Mecklenburg-Vorpommern, die wir versucht haben, im Vorfeld zu steuern. Das hat jedes Bundesland anders gehandhabt. Die Frage der Medienbildungskonzepte, die zu entwickeln sind. Also es wurde ja am Ende medientechnisches Konzept, glaube ich, genannt in der Strategie. Wir haben das zweigeteilt aufgebaut. Das heißt, die Schule selbst muss ein Medienbildungskonzept entwickeln und der Träger einen Medienentwicklungsplan, damit sich sozusagen die technischen und die inhaltlichen Kompetenten nicht so überlagern, dass am Ende es nur noch um Technik geht, sondern die Schule muss oder die Lehrkräfte der Schule müssen sagen, was will ich inhaltlich eigentlich machen mit der Technik, die mir dann irgendjemand zur Verfügung stellt. Und das war ein ziemlicher Prozess, diesen Plan aufzustellen. Und der hat als ein Bestandteil auch eine schulinterne Fortbildungsplanung. Das heißt, es ist eine anonyme Befragung unter den Kollegen gemacht worden, was sind die Bedarfe? Fühle ich mich sozusagen da schon relativ sicher oder brauche ich sofort mittelfristig oder langfristig da eine Fortbildung? Und anhand der Auswertebögen hat dann die Schulleitung sozusagen ein entsprechendes Paket für die eigene Schule geschnürt, beziehungsweise matcht das dann mit Angeboten, die landesweit über unser Lehrerbildungsinstitut dann angeboten werden, um da die Interessen einigermaßen sozusagen adressatengerecht aufzubereiten. Und das Zweite ist die Frage, wie kommen denn die Kompetenzen überhaupt in den Unterricht? Das sind ja alles in der Regel überfachliche Kompetenzen, die ja noch nicht in den Rahmenplänen irgendwo festgelegt sind, sondern man hofft, es wird schon jemanden geben, der sich dieser Kompetenz mal annimmt. Und das haben wir anders gelöst, oder das war unsere Idee oder unser Vorschlag, so eine Kompetenzmatrix aufzubauen, wo jeder Fachlehrer verbindlich festschreibt, zu welcher Kompetenz er welches Thema in seiner Jahrgangsstufe unterrichten will. Es ergibt einen Gesamtplan für die Schule. Da muss nicht jedes Feld gefüllt sein, aber ich muss wissen, dass nicht jeder plötzlich eine Fotostory macht. Also wenn in jedem Fachunterricht die gleiche Methode benutzt wird, ist das natürlich für Schüler auch irgendwie langweilig. Und ich muss zum Zweiten wissen, gab es dieses Element schon mal, sind die Techniken, die ich brauche, die Software, die ich einsetze, sind die schon mal eingeführt? Hat das ein anderer Lehrer schon mal gemacht, sodass ich im Deutsch oder im Englisch oder in Biologie nicht Zeit aufwenden muss, um auch noch in die Technologien einzuführen, sondern vorhandenes Wissen dann auch aktiv nutzen kann. Und das war so die größte Herausforderung für die Schulkollegin, das ist so unsere Rückmeldung, genau diese Planung verbindlich aufzustellen. Und das ist ein Plan, der ja auch jährlich fortgeschrieben werden muss. Das ist Bestandteil auch des Schulprogramms geworden, sodass auch Eltern und Schulträger davon erfahren haben. Und das ist, glaube ich, oder hoffen wir zumindest, der Ansatz, der vielleicht dann trägt, wenn es in Richtung Fortbildungsbedarfe geht, wenn es in Richtung Umsetzung im Unterricht geht. Also das ist, glaube ich, so eine Idee, die man vielleicht multiplizieren kann, auch für andere Länder. Frau Knopf, würden Sie das bestätigen, dass es diesen Zweischritt braucht? Also zuerst eine Gesamtverständigung der Schulgemeinschaft, mindestens des Lehrerkollegiums. Dann die Frage, wie man die nicht fachlich gebundenen digitalen Kompetenzen in den Fachunterricht integriert. Und dann natürlich als letzte Stufe auch, wie ich fachdidaktisch tatsächlich Digitales besser einbauen kann. Oder ist das so eine Idealvorstellung, die in der Realität doch etwas bruchstückhafter und ungeordneter abläuft? Ich glaube, im Idealfall soll es ein Stück weit parallel auch laufen, weil ich das eine nicht ohne das andere denken kann. Und ich glaube, dass auch viel über Try and Error passiert, also dass ich Dinge ausprobiere, die ich dann wieder revidiere. Was für mich das Wichtigste ist in dem Kontext, auch im Hinblick auf Ihre Frage von gerade eben, ist, dass uns allen der Netzwerkgedanke noch viel stärker ins Blut übergehen muss. Jetzt packe ich mal die Wissenschaft erstmal, also mich selber so ein bisschen an der Nase. Ich glaube, dass es der Wissenschaft in den letzten Jahren viel zu wenig gelungen ist, den Blick auf den Kunden, Lehrkraft, Schule zu richten. Also an den Dingen zu forschen und die Dinge zu entwickeln, die tatsächlich praxisrelevant sind. Und diesen Transfer
innerhalb eines Netzwerks noch stärker voranzutreiben. Also wenn wir jetzt zum Thema KI-basierte Services sprechen, zum Thema Differenzierung, dann ist das vielleicht gar nicht das, was die Schule im Moment braucht, sondern die braucht ein fachdidaktisches Konzept, wie setze ich eine Buch-App ein im Deutschunterricht der 7. Klasse. Also diese Bedarfe noch stärker zu erfragen und dann entsprechend auch zu forschen und zu entwickeln, das finde ich gerade im Zuge der Digitalisierung einen ganz wichtigen Punkt. Und wenn man den Gedanken dann weiterträgt, dann ist auch die Frage, welche Dinge davon finden in Fortbildungen Eingang und brauche ich sowas wie eine Grundlagen an Fortbildung, ja, um in dieser starken dynamischen Entwicklung, die Digitalisierung uns ja allen oder uns alle reinzieht, um da Grundkompetenzen zu schaffen. Und auch da muss man ein Netzwerk nutzen. Und dieses Netzwerk muss auch breiter sein, als wir das bisher nutzen. Da muss ich auch in die Wirtschaft gucken, da muss ich auch die Lehrerverbände mit einbeziehen, da muss ich Bundeselternrat, Schülerkonferenzen und so weiter mit einbeziehen, denn jeder hat eine Stimme, jeder hat eine Position, jeder hat Erfahrungen gemacht. Und ich denke, nur wenn wir das zusammennehmen, dann können wir auch diese große Aufgabe, vor der wir stehen, stemmen. Und das ist jetzt bewusst keine Floskel, sondern ich denke, dass jeder sich in seiner Position, in seiner Rolle im Bildungssystem Schule Gedanken machen muss, wie kann ich meine Ideen und meine Erfahrungen weitertragen, sodass es gewinnbringend für die anderen ist. Und ich glaube nicht, schön wäre es, aber ich glaube nicht, dass wir das systematisch planen können. Denn die Ideen, die kommen, die gehen, jetzt bleiben wir beim Beispiel VR, das wurde vor Jahren gehypt, jetzt im Moment, es kommt nicht an, weder in der Wirtschaft noch in der Schule, woran liegt es, dann muss man auch etwas verwerfen trauen. Und das ist für mich der Vorteil von Netzwerk, auch über die eigenen Grenzen hinauszuschauen und zu überlegen, wie kann ich Innovationen treiben, wie kann ich ausprobieren. Und ja, ich bin bei Ihnen, wir müssen den Schulen und den Schulleitungen da auch mehr Kompetenzen geben, weil die ihre Zielgruppe am besten kennen und sie müssen entscheiden, was sie brauchen und nicht und umgekehrt, aber auch an uns rückmelden in der Wissenschaft, was brauchen wir, unterstützt uns bitte. Und da würde ich gerne diesen Spirit, diese Einstellung, die müssen wir in Deutschland noch weiterdenken. Kommen Sie da mit oder sagen Sie, das überfordert eigentlich so eine Schule, die den täglichen Wahnsinn, Lehrerausfall hier, irgendeine Prügelei auf dem Schulhof dort, ungefähr drei verschiedene Schreiben des Kultusministeriums hier auf dem Tisch landen. Die Herausforderungen haben wir an der Uni auch, nur die sind anders. Das sagt und jetzt sollen wir auch noch in einem Netzwerk multimodal kommunizieren mit den verschiedensten anderen Gruppen. Da müssen wir erst mal sehen, ob wir uns verstehen. Ja, das sagte ich ja vorhin eingangs. Es gibt genügend andere Baustellen, die weiter zu bearbeiten sind, die man dabei nicht vergessen darf. Aber wenn die Haltung im Kollegium, in der Schulleitung und bei allen gleich ist, dann ist das nicht eine Belastung oder empfinde ich das nicht als Belastung. Zurück auf den Fortbildungsbereich, wenn ich da nochmal drauf eingehen darf. Was Sie gerade sagten, Frau Dr. Knopf, die Vernetzung ist wirklich ganz wichtig. Ich kenne, wie gesagt, ich bin 20 Jahre im Schuldienst als Schulleiter tätig, ich kenne das. Fortbildungen an einem Tag, die staatliche Fortbildung, man überlegte sich, was macht man dieses Jahr, was macht man dann? Ich schwenke jetzt so ein bisschen im privaten Bereich. Meine Tochter besucht eine Schule in Köln, die kommt dann irgendwann nahm ich das nach Hause und sagte, Papa, ich glaube, die haben wieder eine Fortbildung gehabt. Die hatten wieder einen Schilftag, weil dann merkst du das so 3, 4, 5 Tage, dann probieren die Lehrer wieder was aus. Davon müssen wir, glaube ich, wegkommen, von diesem einen Tag. Man bildet sich nicht nur staatlich heute fort, es gibt viele andere Möglichkeiten, wenn man möchte, sich fortzubilden. Und ich glaube, dass der Rhythmus der Fortbildung kürzer sein muss in der heutigen Zeit, was diesen Bereich angeht. Andere Bereiche kann man diesen Schilftag vielleicht noch machen. Ich plädiere immer für sogenannte Mikrofortbildungen oder in kleinen Stücken, wo man halt eben was erlernt, stückweise voneinander lernt. Nicht, da kommt jemand, der erklärt mir das, weil den gibt es vielleicht noch gar nicht, sondern voneinander lernt und das dann auch anwenden kann und nicht nur diesen Input und dann 3 Tage brennt oder 5 und dann versackt das wieder. Das ist für mich also genau ein ganz wichtiger Punkt, den Sie sagen, wenn ich kurz dazu darf. Denn ich habe das Gefühl, dass unsere private Weise, uns zu bilden, ja, eine ganz andere ist als im beruflichen, im schulischen Kontext. Ja, oder auch wenn wir uns Gewohnheiten haben im privaten Bereich, wenn wir einkaufen, ja, oder wenn wir uns informieren oder wenn wir einen Film downloaden oder sonst was, dann muss das schnell gehen, weil wir jetzt eine Frage haben und jetzt eine Antwort brauchen. Die Ausgangssituation in der Schule ist identisch. Ich habe morgen eine Stunde oder nächste Woche oder wann auch immer, ich brauche eine Idee, ich hätte gern einen neuen Impuls in einem gewissen Fach in der 7C.
dann brauche ich den jetzt und nicht erst am 15. Mai und dann auch zufällig, ob es dann auch wirklich passt oder nicht. Also ich glaube, dass diese Lücke, die wir im Moment haben zwischen privater und schulischer Mediennutzung, sowohl auf Lehrer- als auch auf Schülerseite, diese Lücke müssen wir versuchen zu schließen. Und das schaffen wir nur, indem wir unser aktuelles Fortbildungs- oder Qualifizierungsangebot erweitern, indem wir auch länderübergreifend stärker kooperieren, indem wir auch Standards schaffen, ganz anderer Art. Also was erwarte ich von einer solchen Qualifizierung? Und ich denke, wenn wir das verstehen, also allein diesen Punkt, das muss ich doch angleichen, privat und Schule. Schule ist doch kein Ort, wo ich abschließe und meine Persönlichkeit außen vor lasse. Ja, das Gefühl habe ich manchmal. Ich denke, dann würden wir schon ein Stück weiterkommen und auch in dem Bewusstsein, wie wichtig diese Future Skills sind, nochmal ein ganz anderes Verständnis schaffen. Mein Eindruck wäre allerdings, dass die bisherigen Strukturen, jedenfalls die staatlichen Fortbildungsstrukturen, so noch nicht ticken. Nein, also wir haben schon auch Kontakte, wo es innovative Szenarien gibt und auch selbst Studien durchgeführt, wo gerade diese Mikrofortbildungen, und zwar ich meine nicht die standardisierten E-Learnings, ne, wo ich durchklicke irgendwas, das kommt auch im unternehmerischen Kontext nicht an, während ich dazu staubsaugen kann oder sowas. Das meine ich damit nicht, sondern ich muss die digitalen Möglichkeiten nutzen, um auch innovative Formate als Fortbildungsformat anzubieten. Also eine interaktive Learner Journey oder keine adaptive Fortbildung, wo ich anklicken kann, was ich gerade möchte und dann kriege ich es zugespitzt auf mich. Das ist technologisch alles möglich. Ja? Nur wir müssen es schaffen, das in die Angebote der Länder zu packen. Zum Teil passiert das schon. Hartmann, wie sind Ihre Erfahrungen in dem Bereich? Ich wollte den Gedanken nochmal aufgreifen, dass es wichtig ist, ein gewisses Bewusstsein auch bei den Lehrkräften zu schaffen. Also bis auf Schilf ist es ja alles ein Angebot. Also Fortbildung ist immer ein Angebot. Das kann ich annehmen, das muss ich nicht annehmen. Und wenn ich das Bewusstsein nicht habe, dass mir das nützt und mir auch weiterhilft in meinem eigenen Unterricht und möglichst vielleicht auch morgen schon weiterhilft, dann werde ich so eine Fortbildung jetzt am Abend, am Nachmittag und wenn es nur eine halbe Stunde ist, dann nicht machen. Also deshalb war mein Punkt vorhin ja auch zu sagen, wir müssen einfach innerhalb von Schule auch in die Vision, wohin will sich unsere Schule eigentlich entwickeln, da müssen wir investieren. Ne? Und wir hatten, um nochmal auf unser Medienbildungskonzept zurückzukommen, auch 3 Szenarien für Schulen beschrieben. Es ist immer schwer, auf einem weißen Blatt Papier eine Vision zu formulieren. Da, wenn man Pech hat, setzt sich einer mal irgendwie hin und macht aus 3 Visionen eine für seine Schule und gibt die dann ab. Da ist uns ja nicht mit geholfen. Man muss das schon mit einem Kollegium entwickeln. Und wir haben gesagt, wenn man sich erstmal auch in kleinen Schritten ein Ziel nähert und wenn es nur sozusagen der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht in Form von Präsentationen oder Nutzung durch den Lehrer selbst frontal ist, das wäre so die niedrigste Stufe, um überhaupt digitale Medien in den Unterricht zu bringen. Das zweite wäre, wenn man sagt, ich will projektartig arbeiten in meiner Schule. Das heißt, ich habe einen Klassensatz von mobilen Computern, die kann ich mir für bestimmte Unterrichtsprojekte ausleihen. Ich kann damit arbeiten. Und erst im letzten Schritt diese 1:1-Ausstattung sozusagen als Ziel auszurufen. Wenn ich nämlich auf einer ganz niedrigen Stufe komme und dann kommt einer um die Ecke und sagt, wir geben jetzt jedem Schüler einen Computer und jedem Lehrer auch noch, dann ist das nicht unbedingt jetzt mit Hurra-Schreien in der Schule verbunden und eher mit Abwehr. Was sollen wir damit? Wir sind ja noch gar nicht so weit, die Technik überhaupt nutzen zu können. Das heißt, es muss einen individuellen Fahrplan für alle geben und zwar auf jede einzelne Schule auch runtergebrochen. Und wenn ich sage, in den nächsten 2-3 Jahren will ich sozusagen digitale Medien, dann ist das schon mal ein Schritt, wenn ich vorher gar nichts gemacht habe. Und wenn eine andere Schule sagt, ich bin schon seit 20 Jahren am Thema, jetzt will ich die 1:1-Ausstattung haben, dann wäre das für diese Schule auch ein gangbarer Schritt. Aber es kann auf keinen Fall sozusagen irgendwie angeordnet sein. Wir wollen ab nächsten Jahr, schreiben wir uns jetzt mal ins Programm, in allen Schulen eine 1:1-Ausstattung haben. Das als Vision auch bundesländerübergreifend mal zu formulieren, das würde ich mir natürlich wünschen. Da scheuen sich ja doch viele Bundesländer. Einige tun es ja, Gott sei Dank, aber viele scheuen sich, weil da daran eine ganze Menge andere Probleme hängen, die wir jetzt in dieser Runde noch gar nicht angesprochen haben. Was wir aber auch müssten, weil die Gruppe, die Sie vorhin so als Early Adapter oder Beginners genannt haben, wenn die sich auf den Weg machen, solche Techniken auch einzusetzen, dann muss auch eine Verlässlichkeit der Systeme da sein. Ich kann mich jetzt nicht auf meinen Unterricht vorbereiten und dann geht plötzlich Internet nicht oder der Beamer fällt aus oder auf 5 Rechnern funktioniert das Passwort nicht. Das mache ich 2-3 Mal und dann mache ich das nicht mehr. Dann sage ich, ich warte mal ab, bis alles funktioniert. Und das kann ja noch Jahre dauern. Wir sind jetzt in so einer Phase, das ist auch so ein wichtiger Punkt, den man im Blick haben muss.
Wir starten Schulen aus, wir schaffen Infrastruktur und wir müssen den Betrieb und den Service sichern. Und wenn der nicht abgesichert ist, dass das, was ich jetzt an der Schule habe, auch einsatzbereit ist, und zwar in jeder Stunde, dann wird es schwer, sozusagen die, die nicht ohnehin schon sozusagen Digital Leaders sind, dann auch mit ins Boot zu nehmen und für solche neuen Unterrichtsformen und neue Einsatzformen auch zu begeistern. Wenn das ständig Ausfälle gibt, ich sage immer, wenn die Heizung ausfällt, wird die Schule geschlossen. Wenn Internet ausfällt, müsste ich dann eigentlich auch nach Hause gehen, weil nichts mehr geht. Also das wäre sozusagen ein wichtiger Punkt, den man noch berücksichtigen muss. Wir merken, dass eigentlich noch eine vierte Person hier fehlt, jemand aus der, ein Vertreter der Schulträger, ja. Die wesentlich für die Finanzierung genau der Dinge zuständig sind, aber ja meistens aus dem Thema der inhaltlichen Schulentwicklung weit draußen sind. Mir kommt das so ein bisschen vor wie so eine Henne-Ei-Diskussion. Muss zuerst die Technik stehen, damit die Schulen auch spüren können, dass die ganze Sache sie entlastet und nicht vor allen Dingen eine Mühe ist? Oder muss die Schule erst wissen, was sie inhaltlich will und die Technik ist dann nur Mittel zum Zweck? Der Digitalpakt ist mal ursprünglich, eins ist mal so aufgesetzt worden, hat genau das gefordert, was Sie gesagt haben und glaube ich auch richtigerweise gemacht haben. Zuerst muss die Schule die Schulgemeinschaft eine Vision, einen Schulentwicklungsplan für sich selber finden. Und dann wird die Technik drauf gesetzt. Und dann ist aber meine Wahrnehmung in der politischen Diskussion, hat sich in den letzten Jahren, ist dann vor allem drum gedreht, Mensch, warum habt ihr noch nicht alle Tablets? Und das muss irgendwie schneller gehen und das Geld liegt immer noch auf der hohen Kante und fließt nicht ab. Und dann ist so eine recht techniklastige Diskussion entstanden. Ich weiß nicht, ob Sie das teilen. Ja, leider. Ja, also ich teile vor allem auch, dass ich nicht glaube, dass eine Vollausstattung die Antwort auf alle Probleme ist. Und das wurde oft falsch diskutiert. Man kann auch mit einem Tablet einen wunderbaren digital gestützten Unterricht und digitale Sozialkollaborationsformen umsetzen. Das geht alles, da brauche ich keine Vollausstattung. Und das wurde in den letzten Jahren, glaube ich, immer falsch diskutiert, weil es ist natürlich leichter zu sagen, jetzt kaufen wir 15 Roboter oder 20 Tablets und dann gucken wir mal. Also für mich war das Problem aufgeschoben und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir es nicht weiter aufschieben. Also es hat ein Bewusstseinswechsel stattgefunden, das sieht man auch in der Studie, sieht man auch in anderen, dass wir wissen, wir brauchen fachspezifische Lösungen, aber wir dürfen da nicht so lange diskutieren. Man sieht hier an den Workshops, die sind voll, weil es konkrete Ideen gibt. Und das zeigt der Hunger nach diesen Möglichkeiten. Wie setze ich etwas konkret ein? Und ich wiederhole mich, ich weiß, aber wenn wir es nicht bald schaffen, die Fortbildung, das Fortbildungssystem, das Angebot so zu modifizieren, dann fehlt das Nächste, nämlich die Lehrkräfte haben es ja schon gesagt in der Studie sehr schön, ja, ich weiß es ja nicht anders. Und in der Studie kommt sehr schön raus, wie ich finde, ich weiß, wie ich diese Medien einsetze zur Informationsrecherche. Das kann ich mir vorstellen. Aber für viele andere Bereiche weiß ich es einfach nicht. Und wir müssen aufpassen, dass man sich dahinter auch nicht versteckt, sondern dass wir zeitnah diese Angebote über Qualifizierungsveranstaltungen nachliefern. Ich spreche von nachliefern, weil wir können es jetzt schon nicht mehr aufholen. Ja? Aber uns muss uns klar sein, dass wir jetzt keine weiteren Ausflüchte mehr haben dürfen, um diese Angebote zur Verfügung zu stellen. Und Henne-Ei-Problem ist, glaube ich, jetzt zu spät. Jetzt ist es da und jetzt müssen wir gucken, dass wir möglichst schnell nachliefern. Weil sonst verstaubt es wirklich und dann kümmert sich auch keiner drum. Und dann habe ich noch ein ganz anderes Problem, nämlich das der Nachhaltigkeit. Worauf Sie beziehen, liegt daran, dass bei den Fragen der Lehrkräfte, glaubt ihr denn, dass ihr damit digitale Kernkompetenzen vermitteln könnt? Ja. Glaubt ihr, dass ihr damit Binnendifferenzierung im Unterricht verbessern könnt? Dass ihr Schülerinnen und Schüler mit einem besonderen Unterstützungsbedarf besser helfen könnt? Dass die bessere Zusammenarbeit lernen oder kreativere Problemlösung? Nein. Ich verkürze, also also ein Drittel sagt schon, aber zwei Drittel sagt, sehe ich sehr skeptisch. Ja. Obwohl man ja auch vermuten könnte, dass genau da die großen Potenziale liegen. Ich weiß nicht, gelingt Ihnen das an der Schule schon so ein bisschen, zu zeigen, dass das funktioniert? Und wenn ja, wie machen Sie das? Ja, ich denke schon, dass das, wie gesagt, wir hatten den Vorteil, dass wir unabhängig von Corona zwei Jahre vorher schon damit gestartet sind. Bei uns war das halt eben Normalität. Und schön ist es natürlich in Schulen, wenn, was der Herr Kammern heute Morgen sagte, das ist nur ein Werkzeug, es bleibt nur ein Werkzeug. Schlechten Unterricht, den mache ich nicht mit digitalen Geräten besser unbedingt, oder? Und wenn das Normalität wird, so ist es bei uns halt eben, dass wenn man reinkommt, man sieht, einige nutzen das nicht. Es ist wie mein, ich sage immer, wie ein Arbeitsbuch und ein Etui, was ich dabei habe. Das eine löst nicht das andere ab. Bei uns wird ganz viel noch haptisch gearbeitet und analog gearbeitet. Es ist ein Nebeneinander und es muss einfach völlig Normalität werden. Ganz weit entfernt an vielen Schulen, aber bei uns ist es inzwischen so.
Das läuft ja so ein bisschen in der Diskussion, welches Kompetenzzielbild sollen wir eigentlich vermitteln. Auf europäischer Ebene sind dann die berühmt, teilweise berüchtigten 21st Century Skills, die dann im Mittelpunkt stehen. Ich bin nicht so ganz sicher, mal, wie das ankommt an den Schulen, als ob das etwas angenommen wird, als etwas, was sie eigentlich in ihrem Idealbild eigentlich schon immer hatten. Ob sie sagen, nein, das ist wirklich der Modernisierungsschub, den wir brauchen. Oder ob sie sagen, mein Gott, was wollt ihr denn noch alles, was wir leisten, was vielleicht schon in den Elternhäusern und von der Gesellschaft woanders nicht geschafft wird. Wenn wir uns einige dieser Skills angucken, dann steht da ja sowas wie Kommunikationsfähigkeit, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken. Und die meisten Lehrkräfte werden mir zustimmen und sagen, das mache ich doch eigentlich schon. Ja. Nicht nur die, auch andere, das machen wir doch eigentlich schon. Und wenn wir tatsächlich auch mal in die didaktischen Konzepte gucken, die sogenannte kommunikative Wende war in den 70ern, wo Kommunikation eine ganz andere Rolle gespielt hat. Oder auch solche Möglichkeiten wie kreatives Schreiben machen wir jetzt auch schon Jahrzehnte. Also ich denke, was jetzt die Kunst sein wird, ist die Frage, wie kann ich Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um diese Future Skills auch nochmal zusätzlich in den Blick zu nehmen und anders in den Blick zu nehmen und neue Formen der Kommunikation, der Kollaboration zu entwickeln, die das, was ich ohnehin schon mache, erweitere. Ich denke, das wird oder ist für mich, steht für mich am meisten im Mittelpunkt und das ist in der Tat eine Herausforderung, denn es kann es ja nicht sein, dass, was ja häufig auch dann missverstanden wird, dass ich ein Videokonferenzsystem nutze und sage, so, jetzt haben wir digital kollaboriert. Das ist es ja nicht. Na, also, dass man schon echte Möglichkeiten auch der Kollaboration, also beispielsweise, wir haben Tools entwickelt, wo man gemeinsam Präsentationen erarbeitet, die wechselseitig zuspielt, interaktiv hält und dann über Learner Journeys wieder ausspielt. Das geht alles. Aber das ist Innovation und das ist anders als das, was ich bisher gewohnt bin. Und so verstehe ich diese 21st Century Skills, also zu überlegen, wie kann ich neue, innovative Möglichkeiten nutzen, um zum Teil diese ja schon so traditionellen Skills nochmal in neues Licht zu rücken. Würden Sie das stützen oder würden Sie sagen, die 21st Century Skills sind schon was Neues, was also in einer sich verändernden Gesellschaft anders gebraucht wird als früher? Also ich fürchte, ich meine, wir haben so vom Bild, also man kann wechselnde da gerne Berufe später, keine ganz klaren Lebensbiografien mehr, viel Brüche drin. Das ist so das, was an Stichworten ja häufig genannt wird. Ich denke, die rücken das nochmal in einen anderen Blick. Ja. Na, also, dass man sagt, natürlich brauche ich jetzt den Fokus, da können Sie Agilität auch dieses Buzzword mit reinnehmen. Da kann man das alles reinnehmen, dieses kritische Denken. Ich glaube aber auch, dass es schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat, ein Problembewusstsein zu entwickeln etc. Nur, dass wir im Rahmen der zunehmenden Dynamik uns selbst auch mit diesen Dingen noch stärker und gezielter auseinandersetzen zu müssen, das ist neu. Und da muss man halt gucken, wie kann Digitalisierung dabei unterstützen und wo vielleicht auch blockieren. Also ich würde, glaube ich, den Fokus nicht so stark auf diese 21st Century Skills legen. Also ich glaube, wir haben so eine gewisse Inflation an überfachlichen Kompetenzen. Also es gab immer schon Kompetenzmodelle in allen Bundesländern, danach wurde schon über Jahre gearbeitet. Dann kam die KMK mit ihrem Kompetenzrahmen, der es gelungen ist, mal einen einheitlichen Rahmen über alle Bundesländer auch zu verabreden. Dann kommen die 4Ks, die sind ja auch nur ein Auszug aus den 21st Century Skills. Also ich glaube, noch mehr Beschreibung, was an Kompetenz alles notwendig wäre, braucht Schule, glaube ich, nicht. Also da haben wir, glaube ich, genügend Möglichkeiten. Und ich würde das auch stützen, dass wir schon viele dieser Dinge auch unabhängig von der Digitalisierung auch schon in der Schule immer auch gemacht haben. Und wenn man auch so an Rahmenplanarbeiten der letzten Jahre oder Jahrzehnte denkt, wir hatten mal so dieses Modell der Handlungskompetenz. Das bestand immer aus Fachkompetenz, Methodenkompetenz, aber Sozial- und Selbstkompetenz. Also jedes Fach hatte auch immer einen Beitrag zu solchen sozialen und Selbstkompetenzen, was wir jetzt so als überfachliche oder besondere Skills fürs Studium oder für den Arbeitsmarkt sehen. Das gab es in der einen oder anderen Facette schon immer. Also dass das jetzt irgendwas Neues auslöst oder irgendwie eine Zugwirkung entwickelt, das sehe ich eher nicht. Ist eher, dass man nochmal reflektiert, dessen, was man schon immer macht, hat man vielleicht auch was vergessen, irgendwas aus den Augen verloren. Das dafür vielleicht, aber so eine richtig neue Dynamik wird daraus sich nicht entfalten. Also da bin ich eher so ein bisschen skeptisch, was das Thema angeht. Ich glaube, man kann es nicht hoch genug werten, dass wir über die KMK-Strategie eine Vereinheitlichung eines Kompetenzrahmens haben, weil diese Standardisierung, von der heute Morgen auch oder Vormittag schon gesprochen wurde,
auch mal sich auf bestimmte Standards zu verständigen, wo auch Anbieter von Bildungsmedien mal darauf Bezug nehmen können und nicht immer gucken müssen, für welches Land mache ich jetzt was, wie heißt es dort, wie ist die Kompetenz dort formuliert, sondern zu sagen, also wir orientieren uns an einem gemeinsamen Kompetenzrahmen und geben da auch entsprechende Angebote, auch unterstützende Angebote mit rein. Das hilft natürlich den Ländern auch, das nicht immer wieder neu übersetzen zu müssen. Was hat denn das andere Bundesland da gemacht und was würde das bei uns heißen? Wie würden wir die Kompetenz hier formulieren? Also das, glaube ich, ist nochmal ein wichtiger Punkt und insofern wirkt die KMK-Strategie auch entsprechend nach, im Gegensatz zu vielen anderen Empfehlungen, die dann abgegeben wurden und dann irgendwie auch so ein bisschen versickert sind. Aber ich glaube, diese Strategie hat nicht nur durch den Digipakt, aber auch in Kombination mit dem Digipakt, glaube ich, eine größere Wirkung entfaltet als viele andere Empfehlungen, die die KMK im Vorfeld schon mal rausgegeben hat. Kommt sowas bei Ihnen an? Ja, ja. Wenn auch übersetzt, vermutlich. Ihnen wird vermutlich die KMK-Strategie nicht auf den Tisch gelegt, sondern das wird dann übersetzt in irgendwie ein Empfehlungs- oder Leitschreiben des Kultusministeriums Nordrhein-Westfalen. Also das KMK-Papier, was jetzt rausgegeben wurde, oder das Konzeptpapier 2, ich habe es mir dreimal durchgelesen. Ich fand es sehr erhellend und ich habe es gerne gelesen, weil ich endlich mal diese Offenheit bekomme als Schulleitung. Oder ich kann mal handeln, ich werde sogar aufgefordert zu handeln, das kannte ich so nicht. Aber ich hatte gerade im Gedankengang, war ich ganz woanders. Ich dachte, lass uns doch bitte nicht wieder irgendwelche Lehrpläne neu schreiben. Wir vertun so viel Zeit, glaube ich, mit irgendwelchen Konzepten oder alles schön und gut, der Medienkompetenzrahmen, er muss erfüllt werden, damit nicht jede Fachschaft da alles doppelt und dreifach macht. Aber was heute Morgen auch gesagt wurde von Frau Watzinger, die Kollegen brauchen Zeit, die brauchen mehr Zeit, um sich hinzusetzen, um eine Vision auch mal gemeinsam zu erarbeiten, sich auszutauschen darüber. Und diese Zeit können wir nicht dazu verplempern, alle Jahre neue schulinterne Lehrpläne zu schreiben und noch ein Konzept und noch was. Lass uns jetzt mal rangehen und mal anfangen. Diese Zeiten brauchen wir. Wo nehmen wir sie her? Wenn es nach mir ging, könnten wir die schulinternen Lehrpläne einfach mal kürzen. Lass uns nach Corona hinsetzen und sagen so, wir wissen es doch alle, dass diese ganze Wissensvermittlung, das brauchen wir in dem Maße nicht mehr. Setzt euch hin, kürzt eure Lehrpläne erstmal intern. Das fände ich ganz spannend, weil wir können nicht immer alles noch top obendrauf. Das ist nicht zu schaffen vom Kollegen. Also weg von den Papieren und hin in die praktische Erfahrung. Ich stelle mir nur vor, wenn es dann das praktische Erleben, was ja, glaube ich, deutlich wird, wie wichtig das ist, auch wie wichtig das ist, dass das auch in den Fachunterrichten hilft. Und, wenn wir uns gleichzeitig in so einer Netzwerkstruktur bewegen und wir sehen, wie unterschiedlich die Anforderungen der Lehrkräfte sind, je nachdem, ob sie Frontrunner sind oder noch zu den Skeptikern. Die einen sagen, prima, ich mache das online remote, weil ich schon ein paar Schritte gegangen bin, fühle mich wohl. Andere sagen, wenn ich nicht wirklich face-to-face, wie das dann schön heißt, also in Präsenz von Mensch zu Mensch wirklich das an meiner Schule, in meinem Unterricht möglichst noch häppchenweise erproben kann, dann hilft mir das auch nicht viel weiter. Wie kriegt man denn in eine solche Unübersichtlichkeit, die daraus ja leicht entstehen kann, aus 1000 verschiedensten kleinen Einheiten, wie kriegt man daraus ein System, das sich nicht nur in der einzelnen Schule bewährt, sondern dass man auch weitertragen kann. Sie haben gerade einen Punkt angesprochen, nämlich die Frage, wie schaffe ich es, also die Frage der Lehrpläne ist, finde ich, zentral. Da würde ich gerne einwerfen, sollten wir vielleicht das Format unserer Lehrpläne verändern und auch die Lehrpläne als ein agiles Instrument stärker gestalten. Also die sind nicht maschinenlesbar, um da irgendwas schnell verändern zu können. Das funktioniert nicht. Also das Konstrukt ist viel zu starr. Es gibt Bundesländer, da arbeiten wir mit Lehrplänen, die sind 15, 20 Jahre alt. Und wir haben es mal komplett analysiert über die gesamte Landschaft. Und da müssen wir was verändern, um auch einen Leitfaden zu haben. Denn wir sind in einem komplexen System. Ich denke, Leitfäden, Orientierung sind wichtig, aber mit entsprechenden Freiheiten für die Schulen und für die Lehrkräfte. Also das wäre für mich ein ganz wichtig. Ich glaube, ohne Leitfaden, ohne Orientierung funktioniert das Ganze nicht. Das brauchen wir. Aber das, was wir haben, muss agiler sein und muss flexibler sein, auch technologisch flexibler sein und vermittelbar sein. Ich denke, das ist für mich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Und das Zweite ist, ich brauche Beispiele. Bei Ihrer Studie war sehr schön, was haben denn die Lehrkräfte abgelehnt? Die haben gesagt, ich hätte lieber wieder Präsenz, aber was wollen Sie denn nicht auf der anderen Seite? Sie haben gesagt, ich möchte kein E-Learning und ich möchte kein normales Webinar und das kann ich verstehen. Also wenn du quasi 2-3 Stunden berieselt wirst durch ein Online-Format, da hätte ich auch keine Lust mehr. Die Frage ist, wie gestalte ich aber ein Dazwischen?
kann ich die Präsenz durch innovative Formate so gestalten, dass ich auch gerne ein solches digitales Format besuche. Und da fehlt es uns noch an den Beispielen und die müssen wir entwickeln und das müssen wir, denke ich, auch zeitnah den Bildungsakteuren spiegeln. Denn ablehnende Haltung, meine ich zumindest, passiert oft auch aus Unkenntnis, was möglich ist. Und wenn ich die Möglichkeiten besser skizziere, dann kann ich mich immer noch entscheiden, möchte ich es oder möchte ich es nicht. Möchte ich jetzt das Buch haptisch in die Hand nehmen und vorlesen oder arbeite ich mit der App? Aber dazu muss ich die App kennen, dazu muss ich die Vorteile eines jeden Mediums kennen, sonst funktioniert das nicht. Und ich glaube, wir brauchen noch viel mehr fundierte Konzepte und Beispiele, damit jeder sich eine eigene Meinung bilden kann. Und da sind wir, glaube ich, noch lang nicht. Also einfach zu sagen, ich will kein Webinar, das teile ich, die finde ich auch langweilig. Wenn ich mir so anschaue, was angeboten wird auf dem kommerziellen Markt, von den Verlagen, auf der Didakta, von den staatlichen Einrichtungen, den Landesmedieneinrichtungen und selbstgemacht im OER-Bereich, auch die Stiftungen sind tätig in dem Bereich, dann könnte man ja auch auf den Gedanken kommen, es gibt schon eine ganze Menge. Und das Problem ist eher so eine Frage, welche Autorität, welche Validierung, welche Orientierung löst das aus? Ich weiß nicht, ich könnte mir fast vorstellen, ich stehe dann davor und versuche mich jetzt zu orientieren. Es ist nicht so, dass es nichts gäbe, aber ich weiß einfach nicht richtig, was jetzt für meine Schule passt, was vielleicht auch wissenschaftlich validiert worden ist. Oder höre ich vielleicht auch gar nicht so sehr auf die Wissenschaft, sondern höre lieber eher auf die Lehrerkollegin nebenan, weil von Lehrkraft zu Lehrkraft das glaubwürdiger ist. Ich weiß es nicht. Wie ist Ihre Erfahrung? Es wird wie bei allen auch sein. Ihr Wunsch, wenn man da noch was verbessern könnte. Wenn einige Jahre ins Land gezogen sind, sind Sie jetzt im Fall, da gibt es wie immer ein Überangebot von allem. Also wenn man, glaube ich, schaut, allein die nicht kostenpflichtigen Unterrichtsmedien, die in der SODIX-Datenbank sind, ich glaube, wir haben jetzt die 50.000er-Grenze überschritten. Das heißt, es ist eine Vielzahl von Möglichkeiten da und in dieser Vielzahl muss man sich orientieren und möglichst schnell. Ich habe ja für die Vorbereitung der nächsten Stunde habe ich ja nicht allzu viel Zeit. Das heißt, in der schnellen Recherche, Austesten von Ideen, gelingt mir das überhaupt? Oder frage ich oder rufe ich meinen Kollegen an oder frage irgendwie, was hast du eingesetzt? Und der empfiehlt mir jetzt eine App, die er schon 2-3 Jahre nutzt und dann nehme ich die einfach auch. Kann ja jetzt nicht so schlecht sein, wenn das eine Empfehlung vom Kollegen ist. Und die neuen Sachen, die sich in der Zwischenzeit entwickelt haben, die bekomme ich gar nicht mit. Es sei denn, ich fahre mal zu Didakta oder zu entsprechenden Veranstaltungen oder auch Fortbildungen, die nicht darauf aus sind, mich jetzt fortzubilden, sondern mir einfach eine Orientierung zu geben. Was gibt es eigentlich in dem ganzen Bereich, in dem Fach, was ich abdecke und in den Fächern, die ich abdecke? Und wo gibt es vielleicht Stolperstellen und wo ist eine Entwicklung, die es sich lohnt, auch ein bisschen länger auch anzuschauen? Und ich meine, wir scheuen uns ja so ein bisschen, aber einige Länder haben begonnen, wir müssen dazu übergehen, auch Empfehlungen abzugeben. Und das ist natürlich schwer, weil jede Empfehlung grenzt wieder andere aus. Also von staatlicher Seite tut man sich sehr schwer mit Empfehlungen, weil dann andere Marktteilnehmer sich sofort beschweren, warum kriege ich jetzt keine positive, was macht den anderen jetzt besser oder schlechter. Da auf so einer Ebene unter Kollegen so eine offene Plattform zu haben, wo man gute Beispiele, gute Apps oder so anderen Kollegen weiterempfiehlt, ohne in den Verdacht zu kommen, dadurch den Markt beeinflussen zu wollen und die nächste Ausschreibung irgendwie zu beeinflussen. Das ist, glaube ich, ein Weg. Ein anderer Weg ist einfach Positivlisten auch nach Standards und Kriterien, die jeder kennt, auch jeder Marktteilnehmer kennt. Und er kann seine Produkte ja dem anpassen, wenn er das will und dann auch ein entsprechendes Siegel oder positives Votum zu bekommen und auch in die Whitelist einer möglichen Anwendung zu kommen. Also da, glaube ich, ist der nächste große Schritt, den wir gehen müssen, da entsprechende Systeme zu entwickeln. Das wird ja schon auch schon gemacht. Es gibt ja ein länderübergreifendes Projekt, was das jetzt angeht mit EduCheck. Ja. Dass man einfach sagt, okay, wir müssen in der Vielfalt, die es jetzt gibt, wir haben nicht mehr die Sorge, dass es nichts gibt für einzelne Fächer, wir haben die Sorge, dass es zu viel gibt, da müssen wir jetzt Orientierung schaffen. Und das geht über transparente Kriterien, über transparente Checklisten und da kann sich jeder dran orientieren, warum wird mein Produkt empfohlen und das andere eben nicht. Und das ist, glaube ich, der nächste große Schritt, den wir da auch gehen müssen.
Und dann geht es wieder zur Haltung, dass ich halt eben einfach auch was ausprobiere und weiß, dass ich scheitern kann. Also genau. Mein täglicher Unterricht zu den Schülern, ich sage, wir versuchen das, wir machen das. Ich habe aber immer den Plan B in der Hand, deswegen bin ich die Lehrkraft, die vorne steht. Ich kann immer aufs Analoge zurückgreifen. Ich weiß, dass bestimmte Sachen nicht funktionieren. Das muss ich mir aber eingestehen, das muss ich mir als Schule auch eingestehen. Die Fehlerkultur heute, die muss einfach möglich sein. Ich bin nicht mehr der Allwissende da vorne, wo alles immer funktioniert. Ja, und das muss man auch den Eltern transparent machen. Ne? Die haben ja dann auch eine gewisse Erwartungshaltung. Ne? Also ich schicke mein Kind in diese Schule und jetzt kommt er zu Hause und der Lehrer hat jetzt gesagt, das war jetzt nichts. Wir machen morgen was anderes. Wir müssen aber auch Lehrkräfte qualifizieren, das auch selbst beurteilen zu können. Denn wir wissen aus Untersuchungen, dass die Abbruchquoten bei der Recherche nach gutem Material online hoch sind, weil sie sagen, ich klicke einmal, ich klicke zweimal, ich klicke dreimal, ich klicke 15 Mal und ich finde nicht das Passende oder qualitativ Hochwertiges und dann breche ich ab und greife aufs Traditionelle zurück, weil ein Wildwuchs im Moment ist und weil von sehr vielen Instanzen auch Materialien geschaffen werden, die mit Schule so viel zu tun haben, wie ich mit Astrophysik. Ja? Und deswegen ist diese Orientierung sehr, sehr wichtig und deswegen ist es aber auch wichtig, dass wir in den Fortbildungskatalog diese Kompetenzvermittlung einbauen, wie beurteile ich Material. Und da sprechen wir nicht von Lernplattformen, nein, wo nein. In jedem Bundesland, ja. Ja. Also das ist ein großes Thema, für das uns leider die Zeit jetzt fehlt, wie da wir die richtigen Strukturen finden können. Die Kultuspolitik muss sich engagieren, sie wird das aber nicht alleine entscheiden können, das haben Sie gesagt. Es braucht die Glaubwürdigkeit und es braucht natürlich auch die wissenschaftliche Expertise an der Stelle, damit man vom Konkreten dann auch ins Allgemeine sicher gehen kann. Die Fragen bleiben offen für weitere Podien und Veranstaltungen hier heute und morgen. Wird sicherlich vielleicht das ein oder andere auch angesprochen werden. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diesen Einblick. Der Titel heißt ja Zwischen Vision und Realität. Ich bin eigentlich geneigt, das ein bisschen umzudrehen und zu sagen, von der Realität zur Vision. Ja. Und auch wenn uns manchmal vielleicht die Hürden noch groß scheinen mögen, ich finde wichtig mitzunehmen, dass eigentlich doch ein Großteil der Lehrkräfte und des gesamten Bildungswesens vorangehen möchte. Das ist eine Frage des Wies und nicht mehr des Ob. Ja. Und wie gesagt, auch wenn manchmal der Weg noch weit scheint, dann mag man sich vielleicht erinnern, in der Bibel ist das Volk Israel 40 Jahre lang in der Wüste umhergeirrt und trotzdem war auf dem Weg zum gelobten Land nur eine einzige Bergkette dazwischen. Und vielleicht sind heute ja auch einige Wege schon aufgezeichnet worden. Im Berggelände sieht man zwar manchmal nur die Wände und Hänge vor sich, aber eigentlich ist man schon gar nicht, schon relativ dicht oben angelangt, um ins gelobte Land zu schauen. In diesem Sinne danke ich mich ganz herzlich. Danke.